Mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin Melek Metatron und ich komme zu euch aus dem Gedankenfeld Gottes. Geliebte, schaut in die Natur. Welche Energien wirken dort in dieser Zeit? Aus den Pflanzen ziehen sich die Säfte zurück und sie werfen unnötigen Ballast ab. Ihre Blätter zum Beispiel, ihre Blüten, ihre Früchte, um für die kommende Zeit nichts Unnötiges tragen zu müssen. Genauso, Geliebte, seid ihr gefragt, es jetzt zu tun. Werft allen unnötigen Ballast ab, allen unnötigen Ballast eurer Gedanken, eurer Gefühle, eurer Konditionierungen. Und wendet euch nach innen, um für die kommende Zeit gestärkt und gewappnet zu sein. Große transformatorische Energien wirken auf euch ein, nicht nur jetzt, sondern auch die nächste Zukunft der Wochen und Monate. Licht strömt ein, das noch einmal euch total herausfordert und eure Grenzen aufzeigt und sie euch fühlen lässt. Denn dort, wo ihr noch begrenzt seid, wo ihr noch blockiert seid, dort fühlt ihr den Druck, dort fühlt ihr es wie Stagnation, dort fühlt ihr wie eine innere Leere, wie etwas, das euch belastet, auch wenn die Energie euch dient, kann es sich doch für euch als sehr belastend anfühlen. Gleichzeitig, Geliebte, kommen aus dem Kollektiv so viel destruktive Energien zu euch, denn die Elite der Macht hat ihre Pläne bei weitem nicht aufgegeben. Und es geht um nichts weniger als um euer Leben. Und nicht allein um euer physisches Leben, sondern auch um die Freiheit eurer Seele. Dies sage ich nicht, um euch zu ängstigen, sondern allein, weil es so ist. Doch wie kommt ihr durch diese Zeit, Geliebte? Zum einen, indem ihr eure Ängste fahren lasst und erkennt, ihr seid nicht euer Körper, ihr seid nicht eure Persönlichkeit, ihr seid nicht gebunden an dieses irdische Leben. So vieles an Leid konnte über euch gebracht werden, weil ihr so viel Angst habt um eure materielle Existenz. Befreit euch davon. Befreit euch davon, Geliebte, und erkenne, du bist das Licht Gottes auf Erden, das du in deinem Herzen trägst. Und genau auf dieses Licht, Geliebte, konzentriere dich. Konzentriere dich jetzt. Erlaube nicht mehr, dass Ängste, Sorgen und vielleicht sogar Wut und Hass dich
beherrschen. Erlaube allein dem Licht, der Liebe und dem Frieden in dir Raum zu nehmen, denn dies ist der Moment deiner Kraft. Dies ist die Kraft und die Energie deiner Seele, die dich unantastbar macht, die dich befreit. Und Geliebte, nicht nur dich, sondern eure ganze Erde. Jeder Einzelne ist jetzt gefragt, dies zu verstehen und dies zu leben und dies in sich zu verwirklichen. Der nötige Ballast, der befreit werden darf und sollte, für dich in dieser Zeit, ist alles Laute, alles Schreiende, alle Lügen, die im Außen dir entgegengebracht werden. Wende deinen Fokus von ihnen ab. Erlaube nicht, dass sie dich in irgendeiner Weise beeinflussen. Denn dies ist der Sinn und Zweck. Erlaube nicht, dass du ihnen verfällst in Angst, in Wut, in Verzweiflung oder irgendeiner anderen negativen Emotion. Sei, Geliebte, der Leuchtturm, der mitten im Sturm steht und ganz leise sein Licht leuchten lässt, sein Licht in seinem Herzen entzündet. Du bist nicht dafür verantwortlich, ob dieses Licht gesehen wird. Genauso solltest du aber auch den Leuchtturm sehen, das Licht sehen, das dir den Weg weist. Sei der Schiffer, der Kapitän, der sein Schiff mit Hilfe eines Leuchtturms in den sicheren Hafen führt. Und sei der Leuchtturm, der das Schiff eines Kapitäns in den sicheren Hafen führt. Dies ist kein Widerspruch, sondern dies ist, was jetzt gefragt ist von euch. Ein Leuchtturm ist still, er leuchtet, das ist seine Aufgabe. Und wer das Licht sehen will und sieht, ist gerettet. Und so ist es auch für dich. Sieh das Licht und lasse dich vom Licht führen. Nicht von Angst, nicht von Zorn, nicht von Verzweiflung, sondern von dem Licht, das in deinem Herzen entzündet ist und das genährt wird aus dem Kosmos und den Engeln der geistigen Welt, damit es strahlen kann, damit es nicht sich erlischt, sondern damit es sich ausdehnen kann in dir. Licht, Geliebte, ist die Intelligenz Gottes. Licht, Geliebte, ist die Wahrheit. So wie Schwingung ein Teil der Wahrheit ist, Licht und Ton, Licht und Schwingung sind die Attribute der Schöpfung. So werde stille, sodass du die Schwingung hörst und die Schwingung erkennst, die dir entgegengebracht wird, sowohl aus dem Kosmos wie aus dem Kollektiv. Immer lauter schreien euch die Lügen ins Gesicht. Und ihr könntet, wenn ihr dorthin hört, durchaus verzweifeln. Doch in all diesem Geschehen ist auch die Stille,
der göttlichen Schwingung immer anwesend. Und die kannst du hören, wenn du still wirst, wenn du nach innen gehst, wenn du deinen Fokus auf die schönen Dinge des Lebens richtest. Nicht indem du alles andere verdrängst, sondern wach und sehr bewusst wählst, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, welcher Information, welcher Energie gibst du deine Energie, indem du deinen Fokus auf sie richtest. Denn das, worauf du ganz bewusst deinen Fokus richtest, das verstärkst du. Dies geschieht natürlich auch, wenn du es unbewusst tust. Doch umso kraftvoller ist es, wenn du es sehr absichtsvoll und sehr bewusst tust und nicht deinen Fokus einfach geschehen lässt, so wie es sich gerade ergibt. Denn das tut ihr die meiste Zeit. Ihr lasst eure Gedanken schweifen und ein Eigenleben bekommen. Ihr lasst Informationen in euch rein und selektiert nicht und wählt nicht bewusst. Nun ist die Zeit, Geliebte, da du sehr eigenverantwortlich, sehr erwachsen als spirituelles Selbst, als erwachsenes spirituelles Selbst handeln solltest, sein solltest. Und dies tust du, indem du die Energie des Lichtes, die Schwingung der Liebe und des Friedens in dir nährst, indem du der göttlichen Frequenz, die da ist Liebe, die da ist Frieden, in dir Raum gibst. Frieden auf Erden, Geliebte, kann ja nur geschehen, wenn ihr den Frieden in euch tragt. Bewusstsein, Liebe, Empathie und Heilung auf Erden kann ja nur geschehen, wenn jeder Einzelne anfängt, sein Leben zu befrieden, sein und sich selbst, sein Leben und sich selbst zu heilen. Wach und bewusst gestaltet, was er gestalten möchte für eine Welt, für ein Leben, für die Familie, was für ihn oder sie von Bedeutung ist. All die lauten Informationen aus dem Kollektiv, all die Verschleierungen, all die Geheimnisse und all die Lügen sind dazu da, euch in die Irre zu führen und eure Energie zu binden. Doch ihr habt die Macht, denn ihr seid die Schöpferwesen. Und ihr könnt wählen und ihr könnt entscheiden, welches Leben willst du gestalten? Und so fange jetzt und hier in deinem Leben an. Nähre die Liebe, nähre den Frieden. Sei heilsam, sei befriedend. Sei der Leuchtturm, sei das Licht. Sei das Licht. Und so ist es, Geliebte. So ist es.